Er ist eine 10 von 10, aber du musst ihn daran erinnern, die Zähne zu putzen. Nee, eine 4. Allerhöchstens eine 4. Er ist eine 10, aber sein Hobby ist zocken. 7. Nee, mach 6. Er ist eine 10 von 10, aber in seinem Dating-App-Profil steht nur, frag einfach. Boah, nee, Horror. Eine 1. Was, wirklich? Ja, das ist genauso schlimm wie, ich suche eine Frau, die sich nicht so ernst nimmt oder ein Typ, der auf seinem Profilfoto einen toten Fisch hochhält. Ja, dann date ich lieber den Fisch als ihn. Er ist eine 10, aber trägt nur schlapprige Hoodies. 8,5. Kann ich mitspielen? Ja klar, natürlich, Schatz. Okay, super. Sie ist eine 10, aber überall im Bad sind Haare von ihr verteilt. Easy, immer noch eine 10, ganz klar. Was? Wenn eine Bad Bitch daten will, dann muss mit einer Bad Bitch klarkommen. Ja, aber wenn eine Bad Bitch ist, muss doch nicht gleichzeitig eine Bad Bitch sein. Ach ja, er ist eine 10. Man kann aber nichts im Kühltrank stehen lassen, ohne dass das direkt weg ist. Boah, ganz übel. Futterneid? 6. 6. 4 Punkte Abzug. Bezieh das doch nicht auf dich, Schatz. Okay. Sie ist eine 10, aber filmt dich heimlich für Likes für irgendeine peinliche Challenge im Internet. Erstens, Jenna ist dran. Zweitens, es wäre überhaupt nicht peinlich gewesen, wenn du es nicht so peinlich gemacht hättest. Bezieh das doch nicht auf dich, Schatz. Sorry, falls das gerade ein bisschen zu persönlich wird. Ich finde es eigentlich ganz unterhaltsam. Darf ich? Klar. Er ist jetzt 10 von 10, aber schenkt den Controller zum Geburtstag. Also jetzt geht's ja wohl offensichtlich um mich. Nein. Du hast mir einen Controller zu Weihnachten geschenkt. Jetzt hört auf, euch da rauszureden. Ihr wisst genau, dass ich weiß, dass ihr wisst, wer und was damit gemeint ist. Na und? Nix und! Die Antwort ist auf jeden Fall 7. Oder 6. 6! 6 ist doch total gut. Aber immer noch 4 weniger als 10. Wow. Lass mal ein Like, der bei dem Zahlenraum 1 bis 10 auch sicher rechnen könnt. Jetzt reg dich doch nicht so auf, Janik. Es ist doch nur ein Spiel. Nee, es ist nicht nur ein Spiel. Es geht ums Prinzip. Doch, und wenn wir es durchgespielt haben, dann verkaufen wir es wieder auf Kleinanzeigen. Ja. Weißt du, wie teuer Spiele sind, wenn man die neu kauft? Und wenn man sie nach dem Spielen wieder verkauft, dann bekommt man dann noch ganz gutes Geld dafür. Nein, ich meine... Von dem Geld kann man sich dann wieder ein neues gebrauchtes Spiel kaufen. Auf Kleinanzeigen. Ja, schon klar. Schaut mal im ersten Link in der Videobeschreibung vorbei. Was ich sagen will, ist, Lizzie, du bist auch nicht perfekt. Und ich lasse es auch nicht raushängen. Egal, was du tust, für mich bist und bleibst du eine 10. Auch wenn sie sich nicht zu essen bestellt und dann deine Pommes weg ist? Jetzt bin ich gespannt. Dann könnte sie sich beim nächsten Mal vielleicht selber was bestellen, aber ist und bleibt eine 10. Sie ist eine 10, aber gibt dir bei jedem Streit immer das Gefühl, dass du schuld bist an allem. Hey, das stimmt überhaupt nicht. Das ist schon so ein Ding von dir. Habe ich jetzt etwas Salz in die Wunde gestreut? Dann was kann ich denn dafür, wenn ich halt immer recht habe? Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Also... Eine 10. Sie ist eine 10, aber hat aus Versehen deinen Speicherstand gelöscht, weil sie die Schnauze voll davon hat, dass du die ganze Zeit zockst und keine Zeit mehr mit ihr verbringst. Das wird Lizzie nie machen. Oder? Lizzie? Du hast die letzten Abende nur noch gezockt und wir haben überhaupt gar keine Zeit mehr miteinander verbracht. Ja, aber du hättest auch mitspielen können. Wofür schenke ich dir denn den Controller? Damit wir zusammen im Couchkorb Zeit verbringen können. Also keine 10. Natürlich ist ein Spielstand, in dem ich mehrere hunderte Stunden meines Lebens investiert habe, nicht so wichtig. Und sie ist weiterhin eine 10. Auch wenn sie das Spiel erste 10 spielt und ihrem eigenen Freund nicht mal einen Score von 10 gibt? Auch dann ist sie eine 10. Er ist eine 10, aber rutscht gleich auf seine eigene Steinspur aus. Ich finde es eigentlich schon sehr süß. Und du hast auch recht. Ich meine, Fehler machen uns ja eher attraktiver und nicht unattraktiver. Also eine 10. Und was wäre das auch für eine Beziehung, wenn alles perfekt wäre? Also eine 10. Und durch die kleinen Tiefen weiß man die Höhen ja auch wieder viel mehr zu schätzen. Also eine 10. 7,5. Was? Warum? Nimm's nicht so schwer, Janik. Ich gehe jetzt duschen und werde aus den Haaren für dich an den Fliesen ein Herz formen. Wie romantisch. Viel Spaß, Schatz. Okay, wer war dran? Er ist eine 10, aber hat gerade eine Nachricht von seiner Ex bekommen. Hypothetisch gesprochen? Ja, klar, hypothetisch. Hippa. Easy, dann ist er immer noch eine 10. Ja? Ich meine, er kann ja nichts dafür, wenn seine Ex ihm schreibt, solange er ihr nicht antwortet, ist er immer noch eine 10. Insofern er vorher schon eine 10 gewesen ist, was ich bezweifle. Klar. Und wenn er ihr schon geantwortet hat? Was hast du getan, Janik? Hypothetisch. Du weißt schon. Waren Emojis involviert? Mehr als ein Punkt nach dem Satzende? Du weißt schon, eine Aubergine oder ein Pfirsich hauen dich direkt ins Aus. Ich verspreche hoch und heilig, es war alles nur freundschaftlich. Okay, du fragst also eigentlich, er ist eine 10, aber ist immer noch mit seiner Ex befreundet? Hypothetisch. Er ist genau das gleiche wie der Typ, der alles neu kauft, obwohl er es gebraucht und viel günstiger bei Kleinanzeigen bekommen kann. Eine Null. Fuck. Also langsam finde ich, dass du es verdient hast, dass sie dich heimlich gefilmt und es online gestellt hat. Wer das sehen will, schaut mal einfach hier vorbei.
Ich schwöre, das war alles komplett unschuldig. Ich hoffe, Lizzys nächstes Weihnachtsgeschenk wird ein Diadem sein.